begrüße ganz herzlich Wolfgang Thierse, Mitglied im Zentralrat der Katholiken und Sprecher der katholischen Arbeitsgemeinschaft in der SPD. Erstens, das Ding heißt Zentralkomitee der Deutschen. Pardon, natürlich. Übrigens das älteste der Welt. Und zweitens, der Arbeitskreis heißt Christinnen und Christen in der SPD. Der ist selbstverständlich ökumenisch. Sehen Sie, da ist es ganz wichtig, dass man das auch genau benennt, Herr Beck. Auch Sie begrüße ich ganz herzlich, Volker Beck, den parlamentarischen Geschäftsführer. Haben Sie denn Verständnis, dass die Abgeordneten hier sagen, viele von Ihnen ja auch, von den Grünen, wir wollen nicht kommen, wir lehnen das ab, was der Papst sagt und er gehört hier nicht her? Also es gehört zur Freiheit des Mandates, dass man einer Rede beiwohnen kann oder eben auch nicht. Und ich erwarte auch von den Kritikern der Kritiker, dass sie vor der Freiheit des Mandates Respekt erweisen. Das ist eine Möglichkeit, seine Haltung zum Ausdruck zu bringen, und die ist völlig legitim. Man ist ein bisschen verwirrt, Herr Thierse, dass hier so eine riesige Diskussion kommt. Ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, der Papst ist Deutscher. Es müsste eigentlich ja auch eine Ehre sein, auch mal zuzuhören, was er zu sagen hat. Vielleicht guckt er auch über den Tellerrand hinaus. Viele erwarten ja eine Predigt. Tun Sie das auch? Nein, ich unterstelle, dass er keine Predigt hält. Er weiß schon, wo er redet. Aber und natürlich gilt die Freiheit des Abgeordneten, die Meinungsfreiheit. Kein Abgeordneter, auch der, der zuhört, muss sich die Meinung des Papstes zu eigen machen. Er kann ihr widersprechen, ganz selbstverständlich. Aber wie oft und wie viele haben davon gesprochen, dass der Dialog der Religion, Weltanschauung, Kulturen so wichtig und notwendig sei, um des Friedens in der Welt willen. Zum Dialog gehört Zuhören, und so kann das deutsche Parlament und die deutsche Öffentlichkeit zeigen, ob sie durch Zuhören einen Beitrag zu diesem Dialog leisten wollen und können. Cem Özdemir, der Parteivorsitzende der Grünen, hat heute noch mal alle aufgerufen, doch hier zu bleiben und sich das anzuhören, was der Papst dort zu sagen hat hier. Ist das nicht auch ein Akt der Höflichkeit? Der Bundestag hat den Papst eingeladen? Also ich halte es ja persönlich auch so, dass ich zur Kenntnis nehme, dass die Fraktionen der Linken, der Union, der SPD und FDP diese Einladung aussprechen wollten. Das ist nun eine demokratische Entscheidung des Bundestages. Damit ist er unser Gast und ich werde ihm deshalb den entsprechenden Respekt erweisen. Aber wenn Wolfgang Thierse davon spricht, dass es hier um den Dialog der Religionen geht, dann bedeutet das ja, dass wir die Einladungsliste ein bisschen verlängern müssen. Dann müssen wir in Zukunft hier auch Protestanten, Muslime, Juden, Buddhisten sprechen lassen. Weil da zum Dialog gehört auf keinen Fall Einseitigkeit. Und das ist ja auch der Grund, warum viele sich daran stören, dass er hier redet, nicht dass er redet. Weil der Deutsche Bundestag ist Teil des Staates. Der Staat ist in weltanschaulichen und religiösen Fragen eigentlich grundsätzlich neutral. Und es hätte genügend geeignete Orte für eine solche Rede hier in Berlin gegeben, wo diese Rede hätte auch stattfinden können. Und dann hätte jeder frei entscheiden können, wer da hingeht und wer eingeladen ist. Das wäre auch eine Möglichkeit des Dialogs der Religion gewesen. Plus an diesen Orten würden dann vielleicht auch mal andere Redner zum Zug kommen, weil ich weiß nichts vom Präsidium, dass man den Dalai Lama, irgendeinen Imam oder dergleichen jetzt als nächsten Redner im Deutschen Bundestag sich anhören will. Vielleicht ist es ja auch so, einer muss der Erste sein, Herr Beck. Und der Dalai Lama zum Beispiel, der hat schon zweimal von den hessischen Landtagsabgeordneten gesprochen, weil er sehr gut mit dem damaligen Ministerpräsidenten befreundet war. Der Bundestag ist doch frei, wen er einlädt. Wenn der Ältestenrat sagt, wir laden den und den ein. Könnten Sie sich vorstellen, dass der Dalai Lama auch mal kommt? Also wir müssen nicht, aber wir können. Und es ist die freie Entscheidung des Bundestages, wen er einlädt zu einer Rede vor dem Bundestag. Und natürlich kann man auch einen führenden Vertreter der muslimischen Weltgemeinschaft einladen oder der Buddhisten. Das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Ich wende mich nur dagegen, dass man meint, das sei eine Verletzung des Trennungsgebotes von Kirche und Staat und dann noch sagt, das Parlament sei pflichtgemäß ein religionsfreier Raum. Das ist er nicht. Denn in diesem Parlament sitzen eine Menge Menschen, die einer Religion oder einer Weltanschauung angehören. Also ist er selbstverständlich kein religions- und weltanschauungsfreier Raum. Auch die Neutralität des Staates, die Grund heißt ja auch, dass der Staat noch nicht einmal für Laizismus und Atheismus, also für Nicht-Religion, Partei ergreifen darf, sondern er muss ermöglichen, dass alle Menschen aus ihren starken Überzeugungen in dieser Gesellschaft wirken können, und zwar nicht nur privat, sondern auch öffentlich. Und das gilt sogar für Katholiken und gilt sogar für den deutschen Papst.
Wir haben christlich-jüdische Wurzeln, hat auch der Bundespräsident gesagt als europäisches Abendland, als er gesagt hat, der Islam gehört jetzt auch zu Deutschland. Und auch im Grundgesetz, übrigens in der Präambel steht drin, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk und so weiter. Also ist das nicht so ein bisschen herbeigezogen, dieses Argument, dass der Papst hier irgendjemand missionieren könnte, hier im Bundestag unter den 620 Abgeordneten? Nein, es geht ja nicht ums Missionieren und ich habe auch keine Angst vor der Rede des Papstes. Mag er erzählen, was er will, das werden wir alles tapfer erdulden und ertragen. Im Zweifelsfall vielleicht gibt es ja auch ein paar Anregungen. Da sind wir gespannt. Aber es geht um die Neutralität. Das heißt, dass wir keine Religionsgemeinschaft privilegieren. Wenn es dabei bleibt, dass es der einzige Religionsführer ist, der im Deutschen Bundestag spricht, dann wäre es eine einseitige Parteinahme. Und das ist etwas anderes, als religiösen Menschen und Glaubensgemeinschaften in der Gesellschaft Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Da bin ich sehr dafür. Da sind wir ja auch nicht ganz in der französischen Tradition. Wir sind nicht laizistisch als Staat, sondern wir ermöglichen den Glaubensgemeinschaften innerhalb unserer Verfassung erhebliche kollektive Artikulationsmöglichkeiten. Das finde ich eigentlich grundsätzlich auch richtig, aber immer unter den Bedingungen der Gleichberechtigung der Religionen und Weltanschauungen. Also wir müssen auch diejenigen, die nicht glauben, genauso respektieren und genauso zu Wort kommen lassen, wie diejenigen, die etwas glauben. Und das kommt hier jetzt in diesem Vorgang nicht richtig zum Ausdruck. Ich bin gespannt darauf, welche Fantasien das Präsidium entwickeln wird, wer auf dieser Kategorienleiter dann in Zukunft eingeladen wird. Das ist natürlich jetzt Musik von übermorgen. Jetzt wollen wir mal auf heute gucken. Was erwarten Sie denn als gläubiger Katholik hier von dem Papst? Was sollte seine Botschaft sein? Also er sollte keine Predigt halten. Darum geht es nicht, aber er ist nun mal auch das Oberhaupt einer weltumspannenden Religionsgemeinschaft und da kann ich mir gut vorstellen, dass er über einen Punkt redet, den ich für besonders wichtig halte. Was hält eine Welt, eine Gesellschaft zusammen, die so zerklüftet ist durch Kriege, Krisen, Konflikte? Das kann doch nicht die Börse sein, das Geld, die Finanzmanager und die großen Unternehmen, sondern da müssen wir doch immer auch sprechen über fundamentale Gemeinsamkeiten in den Überzeugungen, in den Werten. Und da denke ich, kann ein Oberhaupt einer weltumspannenden Religionsgemeinschaft etwas Sinnvolles, Vernünftiges sagen, dass da nicht alles akzeptieren müssen, aber diese Weltanschauungsgemeinschaften, die die Welt auch prägen, haben eine Verantwortung für das friedliche Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt und für Gerechtigkeit und Solidarität und Freiheit in der Welt. Herr Beck, Sie haben als bekennender Homosexueller natürlich Probleme mit dieser Kirche, mit der Art der Kirche. Dennoch sagen Sie, ich akzeptiere, dass er hier redet, denn ich höre ihn mir an. Andere tun das nicht und gehen demonstrieren. Wären die nicht besser beraten, ihn auch erstmal anzuhören und hinterher, so wie Sie das vorhaben, dann auch demonstrieren zu gehen? Das mag jeder halten, wie er will, wie er seine Haltung hier dazu zum Ausdruck bringt. Ich finde auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass es auch Gegendemonstrationen gegen diesen Papst gibt, weil dieser Papst steht für eine Öffnung der katholischen Kirche hin zu Piusbrüdern und Antisemiten. Er steht als Josef Kardinal Ratzinger und Chef der Glaubenskongregation für eine Flut von homosexuellen feindlichen Schriften. Er steht dafür, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau innerhalb der Kirche nicht vorangeht und er steht für eine verantwortungslose AIDS-Politik, die Kondome immer noch verdammt, was in Afrika, hier in Deutschland interessiert sich da niemand dafür, was er dazu sagt, was in Afrika wirklich schlimme Konsequenzen hat. Dort infizieren sich Menschen, weil religiöse Führer, zu denen der Papst in dem Fall eindeutig gehört, den Leuten nicht sagen, lebt enthaltsam, aber wenn es nicht könnt, nehmt wenigstens ein Kondom, sondern sie tabuisieren das Kondom und wir haben 27 Millionen HIV-Infizierte in der Konsequenz. Eigentlich hat die katholische Kirche ja eine andere Erklärung aus der Schöpfungsgeschichte, Mann und Frau, Sexualität in der Ehe. Sakrament, die Ehe ist ein Sakrament. Es ist auch die Forderung nach Modernität in der Kirche, die wir gerade hören. Ist die überhaupt möglich für den Papst und die katholische Kirche, dass sie sich erfüllt, auch bei gemischt konfessionellen Ehen zum Beispiel, das gemeinsame Abendmahl, Eucharistiefeier. Es gibt ja viele Wünsche an die katholische Kirche. Kann die Kirche eigentlich einen Punkt überschreiten, wo sie sagt, wir opfern dieses Sakrament dahin? Also die katholische Kirche kann gewiss nicht alle Forderungen erfüllen. Dann würde sie sich selber aufgeben, dann wäre sie so etwas wie alle anderen auch. Das sollte man zunächst einmal nicht übel nehmen, dass sie wie jede große Gemeinschaft nicht ohne fundamentale Grundsätze auskommt, die die Identität stiften. Das sollte man gut nachvollziehen können. Aber ich finde, man muss Grundsätze
mit Nächstenliebe, mit Menschenfreundlichkeit verbinden. Das Christentum hat, das ist eine welthistorische Leistung, das Mitleiden erfunden. Und ich finde, dass meine Kirche manchmal arg mitleidlos mit Menschen umgeht, in den eigenen Reihen und auch andere. Und das muss sie ändern, ohne Prinzipien zu verraten. Weil nämlich über allen Prinzipien das Gebot der Nächstenliebe steht, weil das sozusagen der Widerschein der Gottesliebe ist. Johannes der 23. hatte mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Kirche modernisiert. Das ist aber auch schon 1963 gewesen, schon ein wenig her. Wir haben jetzt zwei sehr konservative Päpste nacheinander. Ist eines der Probleme der Kirche auch, dass man eben gerade diese sehr konservative Richtung in der Kirche auch an der Kirchenspitze hat? Also das Problem ist wirklich, dass Herr Ratzinger in seiner Theologie nicht anknüpft an das Zweite Vatikanum und da viele Dinge zurücknimmt. Wenn man die Lehrschreiben aus dieser Zeit liest, zum Beispiel das Lehrschreiben über die Glaubensfreiheit, Dignitatis Humanae, dann hat die Kirche da Erkenntnisse, die sie in der neueren Zeit nicht mehr fruchtbar gemacht hat. Sie sagt zum Beispiel, es darf kein Zwang in Glaubensdingen gehen. Der Staat darf, also man fordert nicht mehr vom Staat, dass er die katholische Glaubenslehre auch in seiner allgemeinen Gesetzgebung umsetzt. Anders Ratzinger, der die katholischen Politiker aufgefordert hat, in Lehrschreiben 1:1 bei der Sexuallehre, beim Familienrecht, das durchzusetzen, was die Kirche glaubt, auch für diejenigen, die nicht dieser Kirche angehören. Das ist ein ganz klarer Angriff auf die Religionsfreiheit der Nicht-Katholiken, die in diesem Lehrschreiben zum Ausdruck kommt. Ich weiß, Wolfgang Thierse ist Katholik und schert sich da um diese Lehrschreiben nicht so sehr. Zumindest hast du dich da schon bei manchen Punkten anders verhalten, Gott sei Dank. Aber ich finde es schade, dass die Kirche diese Verbindung von aufklärenden Menschenrechten mit dem Glauben, die im Zweiten Vatikanum an vielen Punkten aufscheint, nicht mehr fruchtbar macht für ihre Lehre. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum viele Menschen sich auch von dieser Kirche abwenden, weil sie in der neuen Zeit nicht auf ihre Lebensrealität und auf ihre Fragen dazu mehr eine Antwort findet. Wie kann man Jugendlichen erklären, warum es gut ist zu glauben, dass der Papst vielleicht doch cooler ist, als alle glauben? Also zunächst mal will ich sagen, dass die Kirche missioniert, sollte man nicht ihr übel nehmen. Das tun alle anderen auch. Auch Atheisten, auch Schwule und Lesben missionieren. Sie versuchen, andere von ihren Überzeugungen zu überzeugen. Das, glaube ich, ist ganz legitim. Ich stimme aber vollkommen zu. Wir brauchen eine Wiederbelebung der Grundeinsichten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und der wichtigste Satz ist, die Kirche ist das wandernde Volk Gottes. In ihr gibt es unterschiedliche Begabungen und Aufgaben. Wir sind unterwegs. Wir ändern uns und versuchen, indem wir uns ändern, uns treu zu bleiben. Und jungen Leuten kann man nur das Angebot machen, Glaube, die biblische Botschaft ist eine wirkliche Botschaft für ein sinnvolles Leben und ein Leben auch in Freiheit und Verantwortung, nicht in Zwängen. Das ist die eigentliche Botschaft des christlichen Glaubens. Und eine Botschaft ist auch Toleranz. Sehen Sie die immer gegeben, auch auf der anderen Seite? Da gab es Farbbeutelattacken auf die Nunziatur. Ich habe gehört, es gibt Demonstranten, die wollen den Papst nicht schlafen lassen, indem sie heute Nacht da Krach machen. Das sind doch alles Albernheiten. Diese wahre Auseinandersetzung mit den Problemen, die die katholische Kirche auch mit sich rumschleppt, sind doch da völlig sekundär. Also ich finde, man sollte sich jede Aggression sparen in der Auseinandersetzung. Das schwächt nämlich auch die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich denke, es gibt viele gute kritische Argumente, die man dem Papst entgegenhalten. Und darauf sollte man sich auch in der Artikulation konzentrieren, damit es eine inhaltliche Debatte ist und damit man auch den Papst und seine Kirche vielleicht etwas herausfordert und aus der Herausforderung vielleicht auch etwas wächst, wie Nachdenken und Veränderungen. Also gerade die Leute, die heute demonstrieren gehen, reiben sich sehr an der Sexuallehre der Kirche. Die gründet auf das 13. Jahrhundert Thomas von Aquin, Sexualität nur in der Ehe als Coitus und auf Fortpflanzung ausgerichtet. Das entspricht nicht der Lebensrealität der Menschen. Und offensichtlich ist diese Ethik des Thomas von Aquin auch nicht hinreichendes Instrument, um sich zu sensibilisieren für Missbräuche in dem Bereich sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Nötigung. Dazu findet sich in dieser Art von Sexuallehre der Kirche nichts. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die Kirche als Institution so versagt hat gegenüber den Einzeltätern, die hier als sexuelle Missbraucher
Kindern geschadet haben. Man hat es jahrelang vertuscht, weil man durch diese Sexuallehre letztendlich nicht für diese entscheidenden Fragen der Übergriffe auf eine andere Person ethisch gewappnet war. Diese müssen wir jetzt so stehen lassen, leider, denn drinnen geht's los. Norbert Lammert hat bereits seine Position eingenommen. Darüber könnte man noch lange diskutieren, Herr Beck.